mit den alten Latten absolut verdient. Der Didier Küsch hat in die Klamottenkiste gegriffen, sich im Kostümverleih dieses Kostüm ausgeliehen und beendet so seine Karriere mindestens im Weltcup. Ja, das Kostüm ist ja das eine, aber entscheidend ist die Ski und es ist noch ziemlich klackig da über den Hang ab, ob die Ski wirklich den Grip haben, den er braucht. Da frage ich mich jetzt. Mike von Grünigen hat das übrigens auch gemacht, als er seine Karriere beendet hat. Ted Ligety schaut zu, Axel Zwindal und da fährt er, Didier Küsch. Das ist nicht so einfach. Er fährt zu Günther Huyara. Die beiden haben ja dann und wann einen Strauß ausgefochten. Auch Huyara ist ausgerüstet mit einer Didier Küsch Startnummer. Hans Pieren steht bei ihm. Jetzt also die Abschiedstour von Didier Küsch. 369. Weltcuprennen seiner Karriere. 21 davon hat er gewonnen. Bei allen Trainern wird er kurz anhalten. Er bedankt sich auch bei Torrichtern, stellvertretend für alle hier bei den Torrichtern in Schladming. Und er hält sich gut, hä? Ja, gut, da müssen wir jetzt einen aus dieser Zeit holen. Wir müssen vielleicht einen gleichmäßigen Gegner suchen. Probieren zu vergleichen mit Mike von Grünigen in Ore, wo er seine Abschlussfahrt hatte. Ich glaube, Didier Küsch hat ein gewisses Material. Vorsprung diesbezüglich. Sie haben ihren Blick weg von der Piste auf die andere Seite gerichtet und genießen das Bad im Whirlpool. Sie scheinen sich nicht sonderlich zu interessieren für das, was sich auf der Piste abspielt, nämlich die Abschiedsfahrt von Didier Küsch. Und hier haben wir ihn wieder. Er wird selten so blaue Beine haben, wenn er jetzt nach dieser Fahrt haben wird. Das war Sepp Brunner und hier noch einmal Günther Huyara. Es ist ja Tradition, dass sich die Fahrer etwas einfallen lassen für ihr letztes Rennen. Vor allem die Stars, für die Fahrer, die auch alles gegeben haben, aber vielleicht etwas weniger gewonnen haben, die ziehen sich eher leise zurück. Ich kann mich erinnern an Fritz Strobel, der ist einst im Mozart-Kostüm hinuntergefahren. Didier Küsch macht das jetzt, das ist auch richtig so. Und nachher wird er die Show den anderen überlassen, das war ja auch schon anders. Da hat man dann gar nicht mehr vom Sportlichen gesprochen nach diesen Abschiedstouren. Und das alles ist ein bisschen untergegangen. Aber man weiß ja, was heute noch auf dem Spiel steht. Didier Küsch weiß es auch. Er hat diese Ehrenrunde im historischen Kostüm mit den alten Latten absolut verdient. Jetzt wird es steil da unten. Ich glaube, das ist ja nicht gespielt. Also nicht, dass jetzt jemand glaubt, der Dirk da übertrieben. Es ist effektiv so. Und auch die österreichischen Skifans heißen Didier Küsch einerseits hier im Ziel willkommen und sie verabschieden ihn mit einem herzlichen Applaus. Das werden Sie gleich hören. Hepti, hepti. Sauber gemacht. Auch diese letzte Fahrt sehr souverän. Didier Küsch, das letzte Rennen. Jetzt geht das auch mit dem Ski? Nein. Achtung, Achtung, geh den Weg, das wird gefährlich. Achtung, der Ski fliegt. Ja, fast. Eine große Karriere geht zu Ende. Didier Küsch zwischen 1993 und 2012. 369 Rennen, 21 Siege. 12 Abfahrten, 6 Super-Gs, 3 Riesenslaloms. Es müssen unglaubliche Emotionen sein, hier hereinzufahren und da nochmals goodbye. Der Ski ist schon zu Ende, aber die Schuhe, bindig. Ja, ganz speziell.
Mich würde es wundern, wie lange das hier unterwegs war. Es war keine Bestzeit. Danke alle. Danke, dass ich das noch dort machen durfte. Und ich bin lieber mit dem Material von jetzt gefahren als den damals. So, wir müssen schon auf die Gehe, bitte, bitte.